Welcome to our talk about running OpenShift in production. Most important question first, is there anyone in the audience who doesn't understand German? Please. Dann werden wir diesen Vortrag auf Deutsch halten, das ist für uns einfacher und vielleicht sicher auch. Also, zuerst ein bisschen was über die Agenda. Warum fangen wir überhaupt an und trauen uns über, OpenShift zu reden? Dann werden wir ein bisschen die Plattform vorstellen, wo OpenShift momentan drauf läuft. Dann der Willi wird sprechen über OpenShift selber, wie das bei uns momentan gerade rennt. Dann Monitoring ist ein großes Thema. Dann natürlich Painpoints, was funktioniert noch nicht so gut bei uns und wo gibt es halt Verbesserungen, das ist dann der Punkt Improvements. Und zum Schluss dann halt noch ein paar Empfehlungen, so generelle Guidelines, wenn man jetzt mit OpenShift startet oder wenn man es betreibt, was kann man machen, was sollte man nicht machen. Und falls noch Zeit bleibt, kurze Answer-Session. Wir haben 55 Slides vorbereitet, das ist die praktische Dokumentation über unsere OpenShift-Installation, das ist das Einzige, was es gibt. Ist viel Content. Also, zuerst einmal, wer sind wir eigentlich? Ja, hallo, mein Name ist Wilhelm Weber. Ich war bei uns in der Firma bis Februar 2016 in der Netzwerkabteilung tätig. Habe dann über das OpenShift-Projekt, das was bereits gestartet war, gehört. Das hat sehr interessant für mich geklungen und ich bin dann dem Projekt beigetreten. Mein Name ist Tommy Spielbauer. Ich habe diesen klassischen Unix-System-Administration-Background, habe die letzten paar Jahre viel mit Automation gemacht, Puppet und so weiter und eben auch die letzten zwei Jahre im OpenShift-Projekt. Manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Also meine Hauptverantwortung ist, in OpenShift-Cluster am Leben zu arbeiten. Und bei uns im Team, wir sind vier Leute, die momentan OpenShift betreiben. Wir haben noch zwei Software-Architekten im Team, die aber wirklich auch Code schreiben. Also wir haben eine Custom Toolbox zum Beispiel, die wird von diesen zwei Software-Architekten geschrieben. Ja, was war überhaupt die Motivation, OpenShift ins Rennen zu gehen? Die Ausgangslage war, dass die meisten Applikationen bei uns als große monolithische Blöcke ausgelegt wurden. Und es gab die Entscheidung, dass man diese Monolithen einfach zerstört in kleinere REST-Microservices. Und es war dann relativ schnell klar, dass man irgendeine flexible, agile Plattform braucht, die es möglich macht, dass man diese REST-Microservices dann einfach deployen und managen kann. So, ich werde jetzt ein bisschen was über die Plattform erzählen. Also, wir verwenden vSphere im Hintergrund, das heißt, alle unsere Redlib-Server laufen auf VMware. Wir haben Red Hat Enterprise Linux 7 im Einsatz, klassisch installiert, nicht Atomic, diese Atomic-Plattform, wo alles Docker-basierend ist. Momentan verwenden wir OpenShift-Container-Plattform 3.3. Sind aber gerade dabei, dass wir auf 3.4 upgraden. Der Grund ist, wir sind immer einen Release hinten, wenn wir einfach öde Männer sind. Und wir haben momentan haben wir 45 Knoten total. Aber das ist aufgeteilt über verschiedene Environments. Also wir haben Produktions-Environment, FAT-Environment und ein Development-Environment. Das Plattform-Setup, wir verwenden auch Red Hat CloudForms für die Provisionierung. Also wir machen das nicht direkt im vSphere, sondern wir verwenden CloudForms. Dort werden die Maschinen bestellt. Alle Maschinen laufen auf einer Lokation, also sind nicht HA-fähig. Für das haben wir OpenShift, das kümmert sich dann um die Ausfallsicherheit der Applikationen. Das heißt, wenn eine Maschine verstirbt, wird der Pod dann irgendwo anders gestartet. Pod, für die Leute, die weniger Erfahrung haben mit OpenShift, ist im Prinzip ein oder mehrere Docker-Container. Aber ein Pod läuft immer auf einen Knoten. Wir verwenden Puppet für die OS-Konfiguration. Wir haben einfach früher vorher mit Puppet und das war einfach im Prinzip das Tool, das wir dazu verwendet haben. OpenShift selber kommt mit Ansible Playbooks, die sehr gut funktionieren und wird auch mit Ansible installiert. Wir verwenden Ansible auch für Post-Installation Steps. Also wir machen dann ein paar Sachen, die wir halt User anlegen und so weiter, das wird dann mit Ansible gemacht. Kommt aber dann immer. Sachen, die Puppet momentan managt bei uns, ist einfach, das ist die komplette Basis-OS-Installation. Alles, was wir brauchen, bevor wir OpenShift installieren können, macht im Prinzip Puppet. Wichtig ist zum Beispiel Sysdetail, Settings ist da drinnen mit IP-Forwarding und drei Rufzeichen, weil bei einem Update ist es uns passiert, dass IP-Forwarding einfach disabled war auf den Maschinen und dann ist natürlich der komplette Cluster kaputt. 3.2 und 3.3. Genau, so genau war es immer, oder?
Keep-Alive-Konfiguration des OpenShift-APIs wird der Willi dann genauer noch erzählen. Dann wir verwenden Fluent für Logfile-Handling und eben, was auch ist, wir verwenden Puppet und das Ansible-Inventory zu verstehen. Klingt komisch, ist aber so. Also unser Ansible-Inventory ist, wir erstellen das nicht manuell, sondern das passiert automatisch und wird von Puppet-Konfigurationsdaten. Das heißt, wenn wir eine Maschine in CloudFront bestellen, wird auch im Puppet hinterlegt Konfigurationsdaten für die dann, die wir dann später für die Installation brauchen, zum Beispiel welcher Cluster ist das und so weiter, was ist der für ein Namen, welche Knoten sind da drinnen. Und wir verwenden Hireth, was irgendjemand Puppet genauer kennt, als Datastore, das heißt, dort werden die Konfigurationsdaten gehalten für Puppet und CouchDB als Backend für die Hireth. Das heißt, das ist alles über HTTP abfragbar und konfigurierbar. Natürlich gibt es auch Probleme, wenn man zwei Configuration Management Tools mischt. Wir hatten zum Beispiel das Problem, dass das etc/sys-config-docker-File natürlich von Ansible auch angegriffen wird, wenn man OpenShift upgradet. Natürlich bei der Installation, aber vor allem beim Upgrade. Wir managen das aber auch mit Puppet. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel der Docker-Daemon, es gibt eine Abhängigkeit zwischen dem Konfigurationsfile und dem Docker-Daemon. Puppet hat die Änderungen so gemacht, wie wir es hinterlegt haben und hat dann den Docker-Daemon als Data, was dazu geführt hat, dass unsere Props aus dem Docker verstorben sind. Also muss man ein bisschen aufpassen. Die Lösung dazu ist, nachdem man in der System.de-Doku nachliest, ist, man kann eigentlich alles überschreiben. Ich habe das deswegen aufgenommen, weil das dem Jahr ein Aha-Erlebnis war. Man erlegt einfach ein Verzeichnis an, das genauso heißt wie das System.de-Service, also zum Beispiel docker.service.de, legt dort drinnen ein eigenes Konfigurationsfile an und kann dann zum Beispiel zusätzliche Settings eintragen. In unserem Fall ist das Environment-File. Und es ist jetzt dann so, unsere Settings sind nur in diesem docker.jobsui-File drinnen. Und zum Beispiel, was wir ändern, ist HTTP-Proxy-Settings. Wir haben keinen direkten Zugriff ins Internet, wir müssen so einen Proxy machen. Das ist da drinnen, damit der Docker den ins Internet sprechen kann, zur Rated Registry. Wir blockieren den Docker-Hub wegen Security-Gründen, eigentlich Infrastructure. Und Docker-Logfile-Rotation-Settings haben wir auch modifiziert. Aber diese Änderungen haben wir dann nur in diesem docker.jobsui-File und alles, was Ansible macht und OpenShift bei der Installation oder beim Upgrade, ist uns eigentlich dann wurscht. Warum verwenden wir Puppet? Ja, einfach, weil wir es schon sehr lange verwenden, 7 Jahre in der Zwischenzeit. Und wie wir damit begonnen haben, war es einfach da und das war der Startpunkt. Die Basis-Host-Konfiguration ist fully managed, das heißt, wir müssen keinen Schritt manuell machen, es funktioniert eigentlich ganz gut, bis auf diese kleinen Pitfalls, auf die man halt aufpassen muss. Ja, und wir verwenden auch Ansible und vielleicht in nicht so naher Zukunft, sage ich jetzt einmal, wir haben sehr viel Puppet-Code geschrieben, steigen wir vielleicht dann mal um auf Ansible. Wir gut. Wichtig, es ist wurscht, welches Tool man verwendet, wichtig, man hat eben das. Was managt jetzt Ansible? Erstens einmal die OpenShift-Installation, das kommt aber schon, wenn man OpenShift betreibt, diese Playbooks zum Installieren von OpenShift, die kommen schon von der Rettet und funktionieren für die Installation, die Updates wirklich gut, muss man sagen, und werden auch immer besser. Dann, was wir mit Ansible machen, wir legen zum Beispiel einen Custom-Hub an, dann deployen wir natürlich Applikationen damit, die wir brauchen, damit wir unsere internen Applikationen betreiben können auf den Knoten. Da gibt es ja dort ein paar Tools, die wir installieren müssen. Internal Services und wir konfigurieren auch Rollen und diese Security Context Constraints mit Ansible. Rollen einfach im Cluster, die wir brauchen, damit wir administrieren können und so weiter. Wie schaut unser Ansible Inventory aus? Das ist nichts Besonderes. Das Einzige ist, also wir haben einmal das Host-File, das braucht man sowieso, dort stehen die ganzen Variablen-Settings drinnen, die diese OpenShift-Playbooks brauchen für die Installation, wie heißt der Cluster und so weiter, welche Knoten gibt es, was ist ein Master, was ist ein Node. Dann gibt es, wir haben dann ein Variablenfeld, das nennt sich JobSui, weil das interne Projektname war JobSui, deswegen kommt dieser Name immer wieder vor. Dort sind einfach Settings drinnen, die wir brauchen, zum Beispiel HProxy-IP-Adressen, weil wir halt mit dem Art, weil wir das halt auch brauchen in unseren Ansible Playbooks. Und was wir eben machen, wir haben ein File für jeden Knoten angelegt. Das hat sich eigentlich eher sehr bewährt, vor allem beim Upgrade, das wird der Video dann kurz erklären. Also wir haben für jeden Master und für jeden Knoten ein eigenes File. Und alle diese Files da drinnen automatisch als Puppet-Konfigurationsdaten erstellt. Und auch wenn wir einen neuen Knoten provisionieren, taucht der automatisch im Inventory auf. So, Host-Konfiguration, ganz kurz.
weil das halt auch am Anfang nicht ganz klar war, wie wir gestartet haben mit OpenShift, wie soll man die Maschine, das File-System Layout machen. Es gibt natürlich ein eigenes File-System für Docker selber, da gibt einfach Konfigurationsdaten liegen vom Docker. Dann, was wir jetzt machen, ist, wir provisionieren neue Master, wo Martin XT in ein eigenes File-System legen werden, was momentan nicht der Fall ist, was aber auch zu Problemen geführt hat. Und wir haben ein App-Verzeichnis, wo halt die ganzen Application-Logs und so weiter drinnen liegen und auch Skripte, die wir verwenden. Zum Beispiel, wir haben kommt dann Zinger-Monitoring, die ganzen Zinger-Skripts und so weiter liegen in diesem App-Directory. Und als Backend für Docker verwenden wir LFrame Thin Volumes. Das ist vielleicht der Grund dafür, das ist, dass Reddit einfach momentan empfiehlt, wenn man Docker auf Reddit betreibt, sollte man LFrame Thin Volumes verwenden. Nämlich, ganz ein wichtiger Punkt, wir haben ohne Swap angehangen auf die Maschine, weil es eine Consulting empfohlen hat, was auch richtig war. Mit 3.2 war dann die Empfehlung in den Guides, bitte Swap enablen, aber manche Settings ändern, zum Beispiel Swapiness. Mit OpenShift 3.3 hat es wieder geändert, wo die Reddit dann wieder sagt, Swap bitte wieder abdrehen. Grund für das ist einfach so ein Erfahrungswerte. Ja. Der Grund ist, warum man keinen Swap will auf den Maschinen ist, wenn man C-Groups verwendet und man schränkt diese C-Groups ein, zum Beispiel, ich gebe einer Applikation 2 GB Memory, die Applikation braucht dann mehr als diese 2 GB, dann beginnt sie zu swappen. Selbst wenn in diesem Server noch genug Speicher frei ist, die C-Group schränkt das einfach ein und wenn ich Swaps bis habe, wird es beim Teil der Applikation ausgelagert. Das will man natürlich nicht, weil das zum Beispiel Response-Zeiten dann irgendwelche Ausreißer haben, weil halt zufällig was gerade ausgelagert ist. Deswegen ist es besser, einfach keinen Swap zu haben. Und das OpenShift, dieser Kubernetes-Scheduler, kümmert sich dann darum, dass die Bots auf den Maschinen laufen, wo genug Ressourcen frei sind. Und das mit diesen Disabled Transparent Huge Pages, ja, das ist eine Geschichte. Wir verwenden Redis und Redis sagt eben ganz strikt Transparent Huge Pages ab da im Cluster. Was man sich merken soll, ist, wenn man diese Workloads zu mixen beginnt, man betreibt zum Beispiel Datenbanken im OpenShift und Redis. Und es ist eine gute Idee, die Knoten zu trennen. Also nicht einfach gewillt die Applikationen auf einen Knoten lassen, sondern man hat im OpenShift gibt es dieses Label-Konzept. Ich kann Maschinen Labels geben und ich kann dann einfach sagen, okay, diese Applikation darf nur auf Maschinen laufen, mit diesem Label haben. Und das ist auch bei uns, wird das der Fall. Wir haben momentan keine Datenbanken, vielleicht kommt das irgendwann, aber wir werden dann eigene Knoten machen für Datenbanken, weil die halt andere Kernel-Settings brauchen. Ja. Muss man auch berücksichtigen. Mit dem haben wir gerade angefangen zu spielen. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, weil es, wenn man OpenShift verwendet, diese Docker-Container, läuft alles in C-Groups, bis auf die Kube-Prozesse, das sind diese Prozesse, die OpenShift selber braucht, und System-Prozesse. Und für die kann man jetzt in den letzten Versionen auch Ressourcen reservieren. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Node-Prozess, der vor allem drunter läuft, und kann sagen, okay, so und so viel CPU, so und so viel Memory ist für diesen Prozess reserviert. Und auch, dass am System ein bisschen was überbleibt für Systemprozesse, zum Beispiel für System-Disabler. Also vielleicht nur ganz kurz, es ist keine wirkliche Reservierung, aber es ist einfach so, dass die Pods, die auf den Nodes gestartet werden, den Memory nicht mitrequesten können, oder die CPU. Log-File-Handling, wie macht man das? Ist momentan geteilt zwischen System-Logs und Applikations-Logs. Für System-Logs haben wir Fluent, Elastic, Katana. Ich sehe quasi, das habe ich jetzt immer Standard. Vielleicht nehmen wir manche Logstash wie mein Fluent. Für Applikationslogs ist es ein bisschen anders. Da haben wir den Fluent, der einfach, wenn man ganzen Applikationen schreiben, ein Log-Output als Standard-Out. Wenn man Docker verwendet, landet das in einem JSON-File und dieser Fluent monitort diese JSON-File, wo dieser Standard-Output drinnen steht, schreibt in ein anderes Verzeichnis und dann gibt es halt eine Custom-Log-File-Applikation, die abholt und auf irgendeinen zentralen Server transportiert. Ist einfach eine historische Geschichte. Kann man so machen, muss man aber nicht. Backup und Recovery. Was wir auf alle Fälle machen, wir sichern die Docker-Registry einmal täglich. Das ist auch vollautomatisiert. Wir machen einmal täglich ein Backup von den etcd-Konfigurationsdaten. Etcd ist halt die Kernkomponente in OpenShift. Wenn der weg ist und der nicht mehr da ist, sind alle Konfigurationsdaten im OpenShift verloren. Und für Restore braucht man eben bedingt. Ja. Und wir machen ein System-Backup, wobei man ehrlich sagen muss, das könnte man uns sparen, weil in der Zwischenzeit ist es so, wenn ein Knoten ausfällt oder nicht mehr funktioniert, provisionieren wir einfach einen neuen. Aber wichtig ist halt Docker-Register, man will die Images, die man gebaut hat, nicht verlieren.
Und man sollte heute halt eine ETC, also wenn der weg ist, kann man wirklich von null wieder anfangen. Reddit Satellite, also bevor es OpenShift dort eingegeben hat, war es eigentlich meiner Meinung nach fast unmöglich, dass man ohne Satellite OpenShift betreibt, weil man die Repositories einführen muss. Wenn man die Upstream-Repositories verwendet, kommen da automatisch Updates rein. Es ist aber so beim OpenShift, dass man Updates nur mit diesem Playbooks machen soll, weil das halt im Cluster registriert wird. Also ich kann halt einfach hier ein Update sagen und kriege eine neue Version zum Beispiel von diesem Atomic OpenShift Node Paket. Jetzt gibt es mit der letzten Version, ich glaube seit 3.3 oder 3.4, bin ich mir ganz sicher, gibt es das Atomic OpenShift Extruder. Es ist einfach ein kleines Shell-Skript, das in YAML-Conf eintaucht und die Pakete sind extruded, damit habe ich beim Update auch keine Probleme. Ja. Organisiert ist bei uns das im Satellite so, wir haben eine Composite Content View, die nennt sich Reddit OpenShift und die besteht aus mehreren Content Views einfach für jedes Produkt, das wir haben. Produkt ist zum Beispiel Redbase, das Basisbetriebssystem, Software Collections, Extras Repository und das OpenShift Repository selber. Für uns wird das jetzt, es ist halt sehr flexibel. Ich kann einfach jetzt sagen, okay, es gibt von OpenShift einen Bugfix-Release, den möchte ich gerne deployen, dann mache ich einen neuen Release von dieser, nur von der OpenShift Content View, weist das die Maschinen zu und deploy es. Wir verwenden auch im Satellite diese Development, Testing und Production Stages. Genau, diese Geschichte mit diesem, das habe ich jetzt eh schon gesagt, mit diesem Atomic OpenShift Extruder. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass man diese OSA-Repositories und Extras, das ist auch wichtig, weil im Extras-Repository ist der Docker und der ETC drinnen, sollte man extrudieren, vor allem wenn man System-Updates macht. Das ist ein Punkt, wo wir uns nicht genau klar sind, ob man System-Updates jetzt mit den Playbooks macht oder wir machen es jetzt, wenn wir nicht OpenShift updaten, sondern nur das OS, machen wir das klassische YAML-Update. Man muss aber vorher sicher sein, dass man das Extras-Repository disabled hat, weil sonst wird man eine Docker-Version. Und im OpenShift ist eingeschränkt, welche OpenShift-Version mit welcher Docker-Version funktioniert. Ganz wichtig. Ich bin schon drüber gefahren. Ich glaube, die Wuppen sind dabei. Oder meine ETC, die genau da, wo das Problem kommt. OS-Upgrades, das kann man so springen, das habe ich quasi eh schon gesagt. Repository ist da mit 3 Slides, weil es wirklich wichtig ist, dass man die selber. Und jetzt zu OpenShift. Ja, zu unserer OpenShift-Installation selbst. Kurz zur Geschichte, wie hat das Ganze begonnen? Wir haben begonnen mit der Evaluierung von Kubernetes selbst. Das war noch für sich eine ganz interessante Geschichte, aber unserer Meinung vom Funktionsumfang her nicht wirklich enterprise-ready. Deswegen sind wir dann relativ rasch zu OpenShift Origin übergegangen. Wie der Toni schon erwähnt hat, momentan läuft für uns die Container-Plattform in der Version 3.3 bereits auch in Produktion. Wie schaut das Cluster-Setup bei uns jetzt klassischerweise in der Zwischenzeit aus? Wir haben die Nodes verteilt über 3 Data-Center, wir haben 3 Masters pro Cluster, wir haben dedizierte Infrastructure-Nodes, das war nicht immer so, das haben wir erst auf die harte Tour lernen müssen. Wir haben dedizierte Worker-Nodes, wo eben dann die Applikation-Pods drauf laufen. Und wir haben ein Konzept eingeführt, das nennen wir Security-Zone, das ist im Prinzip keine große Hexerei, wir verteilen einfach Worker-Nodes in 2 verschiedene DMZ-Netzwerke, um einfach ein gewisses Basis-Firewall-Handling machen zu können, wenn die Applikationspods zu Backend-Systemen connecten oder ähnlichem. Ja, wir haben eine LDAP-Connection für die Authentifizierung unserer OSCP-Users und wir benutzen sehr stark das Label-Konzept, also auch das haben wir recht rasch gelernt, dass Labels das Leben sehr, sehr stark erleichtern bei Kubernetes und eben OpenShift. Dann haben wir einen grafischen Überblick, wie der Cluster bei uns eben ausschaut. Wie gesagt, 3 Master, jeder läuft, auf jeden Master läuft auch eine ETCD-Instanz. Wir haben dedizierte Infrastructure-Nodes für den H-Proxy, für die Registry oder auch für die Metric-Pods und wir haben in der Zwischenzeit dedizierte Worker-Nodes, wo eben dann die Applikations-Pods drauf laufen. Ein paar Beispiele an Labels, die wir so verwenden, die uns eben, wie gesagt, das Leben recht stark vereinfachen. Das eine ist eben, wir labeln die Lokation unserer Node selbst, in welchem Datacenter sind die installiert. Wir labeln die Rolle von den Nodes, es ist eben, wie gesagt, ein Worker-Node, ein Infrastructure-Node, ein Master. Wir labeln die Präsenz von Custom-Software, die wir teilweise installieren müssen, weil es diverse Applikationsports eben brauchen. Und wir leben natürlich die Security-Zone, in denen der Node läuft.
welche Persistent Volumes können wir momentan bei uns im Cluster anbieten. Derzeit haben wir NFS, wir haben Safe Rados Block Device und wir sind derzeit auch auf dem Sprung von Version 3.3 auf Version 3.4 und wollen danach Cluster FS anbieten, sobald wir den Upgrade-Mittel haben. Ja, vielleicht ganz kurz zum Zertifikatshandling. Die Masternode-Kommunikation ist TLS gesichert, auch die Kommunikation zum ECD ist TLS gesichert, wo man mit OpenShift beginnt. Oder begonnen hat mit Version 3.1 oder so, hat man sich um das Update-Zertifikat meines Wissens noch selber kümmern müssen. Zumindest haben wir das getan, vielleicht auch aus Unwissenheit. In der Zwischenzeit gibt es Playbook für das Update der Zertifikate, bevor sie auslaufen. Und das funktioniert unserer Meinung nach recht gut. Wir haben das diese Woche das, oder vorige Woche das erste Mal eingesetzt, wo man für sich probieren muss. Ja, wie gehen wir mit der Master API um? Grundsätzlich kommt mit dem Standard-Installations-Playbook die Möglichkeit, mit einem externen H-Proxy mit zu installieren. Das ist aber ein Single Point of Failure, soweit wir wissen, zumindest war es bei 3.1 noch so, ist das eine einzelne Instanz, nicht ausfallsicher ausgelegt. Deswegen haben wir uns entschieden, ein KIP-NFP auf allen unseren Mastern zu installieren, der eine Virtual IP handelt und im Fall eines Ausfalls von Master switcht die IP auf den nächsten. Das funktioniert grundsätzlich ganz gut. Der Nachteil dieser Variante ist eben, dass es kein Load Balancing für die OpenShift API gibt. Zum Thema Upgrading von so einem Cluster. Wir sind da durch viele Ups und Downs gegangen in der Vergangenheit. Wir haben dann auch auf Basis von diversen Blog-Einträgen eine Variante für uns gefunden, die was wirklich sehr gut funktioniert. Wie schaut das im Endeffekt bei uns aus? Wir disablen das Scheduling der Worker Nodes, der Infrastructure Nodes und so weiter und evakuieren diese. Dann sperren wir das Ansible-Inventory, das wir ja mit Puppet managen. Sprich, Puppet greift auf das Ansible-Inventory nicht mehr zu. Dann löschen wir die Hälfte der Nodes, der Worker Nodes und laufen mit dem ersten Intervall über den Cluster, mit dem ersten Upgrade-Intervall über den Cluster drüber und haben dann die Möglichkeit zu testen, ob alles funktioniert. Wenn alles funktioniert, unlocken wir wieder das Inventory und führen den Upgrade der zweiten Hälfte der Nodes durch. Das funktioniert an und für sich sehr, sehr zuverlässig. In der Zwischenzeit wird diese Variante quasi out of the box unterstützt. Mit dem Upgrade von 3.3 auf 3.4 kann man gewisse Labels, die man mit dem Upgrade-Intervall upgraden will, gewisse Nodes, Entschuldigung, labeln, und man gibt dann diese Label beim Upgrade-Playbook einfach eine extra Variable mit und ist im Endeffekt genau dasselbe System, wie es aus den Blog-Einträgen kommt, funktioniert auch sehr gut. Also habe ich die Woche bei einem Cluster ausprobiert und funktioniert so, wie es beschrieben ist. Ja, nochmal ganz kurz zu den Security Context Constraints. Also unser Tipp ist auf jeden Fall eigene zu benutzen. Wir haben gestartet mit den Default Context Constraints, die mit der Plattform mitkommen. War keine gute Idee. Bei jedem Upgrade werden diese Security Context Constraints wieder resettet, sprich auf den Ursprung aus Zustand zurückgesetzt. Wir sind dann da relativ schnell darauf übergegangen, dass wir eben unsere eigenen verwenden. Wir wissen, das ist dokumentiert, nur entweder haben sie damals ignoriert oder überlesen oder gar nicht gelesen. Bitte immer eigene SCCs verwenden. Ja, wie schaut bei uns dann grundsätzlich das Applikationsdeployment auf der Plattform aus? Wir haben uns entschieden, dass wir das Source Code und Build Artefakt Repository trennen. Es gibt bei uns auf der Plattform eine Jenkins-Instanz pro Projekt, die eben das Bildartefakt erstellt. Und einer der Steps ist eben, das Bildartefakt dann in Application Repository bei uns in einen Custom Build dabei zu checken. Ja, wir benutzen zwar die Source-to-Image-Bild-Methode, die quasi out of the box mit so einem OpenShift-Cluster mitkommt, aber wir benutzen das nicht im klassischen Sinne nach, dass wir da wirklich Source bilden, sondern bei uns ist das Source-to-Image-Bild immer so, dass einfach nur mehr das fertige Bildartefakt aus dem Applikationsrepository ausgecheckt wird,
im Filesystem vom neuen Docker-Container hinkopiert wird an die richtige Stelle und das Docker-Image in die Registry gespeichert wird. Das Deployment von den Images machen dementsprechend auch die Developer selber. Für das ganze Deployment-Management und Handling-Management haben wir über den OpenShift-Cluster auch einen eigenen Überbau geschaffen. Das heißt, bei uns JobSui-Toolbox, da geht es aber in erster Linie darum, diverse Firmenauflagen erfüllen zu können, wie eben Vier-Augen-Prinzip beim Deployment, Audit-Auflagen, Security-Auflagen, diverse andere Revisionsauflagen. Grundsätzlich ist es dann dementsprechend so, um über diese Toolbox Applikationen deployen zu können, braucht man im Prinzip drei Git-Repositories. Das erste ist das Origin-Repository, wo eben die OpenShift-Artefakte, Konfigurationsartefakte abgelegt werden, die Deployment-Config, Router-Service, was man immer auch braucht. Es gibt das vorher erwähnte Application-Repository, wo dann nur mehr das Build-Artefakt drinnen liegt. Und es gibt Projekt-Repository, wo eben Quotas und Limits für das jeweilige Projekt definiert sind. Dann zum Thema Monitoring. Womit dann machen wir das Monitoring mit den Zinger, wenn wir einfach Zinger im Haus haben und damit eigentlich alles überwacht wird? Ist halt so. Was wird momentan gemonitort, ob der ECCD läuft, H-Proxy, Master API und so weiter? Wie ganz wichtig ist, dass man dieses Thin Volume, was der Backend Store ist für die laufenden Container, dass man das monitort, weil wenn das voll läuft, muss man es neu initialisieren, Docker-Demo stoppen, alle Pods sterben dadurch natürlich und so weiter, also das sollte nicht passieren. Docker File Script Usage, ja, das ist auch so eine Geschichte, weil mit der Version, die wir verwenden, hat dieser Docker 1.10 noch immer File Script liegt, das glaube ich seit. Jetzt mit OCP 3.4 und Docker 1.12 ist das eigentlich gefixt. Aber ist uns halt passiert, dass der Docker File Script nicht schließt. Und was wir auch haben, wenn die Applikationen in der Health Check URI bereitstehen und sie auf einen Service registrieren, erstellen wir aufgrund dieser Daten, die im Service abgelegt sind, automatisch eine Zinger-Konfiguration, sodass die Applikationen selber auch in Zinger gemonitort werden, über diese Health-Check. Und das Bauen dieser Zinger-Konfiguration ist komplett automatisiert. Das rennt einfach ein Pod, der noch schaut, wie viele Nodes gibt es im Cluster, und der stellt anhand dieser Information die Zinger-Konfiguration und deployt die dann. Was wir allerdings machen wollen, ist, was wir schon begonnen haben, ist, wir wollen Prometheus einsetzen. Wenn man jetzt mit OpenShift anfängt oder so, würde ich gleich empfehlen, auf Prometheus zu gehen. Der Grund ist, dieser Prometheus ist sehr gut in OpenShift integriert. Ich brauche nur einen Pod deployen und muss nur sagen, wo das API verfügbar ist. Und OpenShift stellt schon von Haus aus und Kubernetes sehr viele Metriken zur Verfügung. Prometheus sammelt diese Metriken automatisch ein. Der kriegt auch mit, wenn eine Node dazukommt, ich habe Metriken über jeden Pod, über jeden Container. Wenn ich eine neue Applikation starte, habe ich automatisch Metriken dazu. Wie viel Memory braucht der Container, wie viel CPU-Zeit und so weiter. Unser Prometheus-Konzept momentan ist so, wir haben in jedem Cluster einen Prometheus-Pod, der die Daten aber nur 3 Tage vorhält und als Rados Block Devices Backend Storage verwendet. Und wir haben einen zentralen Prometheus-Master, der halt gewisse Metriken, die wir halt brauchen, um unsere Dashboards darstellen zu können, absammelt. Der hält die Daten dann 20 Tage. Weil momentan ist diese Geschichte, es gibt noch kein, in der Version jetzt, in der letzten, noch kein Long-Time-Storage. Aber das ändert sich momentan gerade. Man kann dann auch Daten zum Beispiel in OpenTSDB schreiben. Das werden wir machen. Wir wollen die Daten noch länger als 2 Wochen aufheben, damit man einfach so Trendanalysen machen kann. Und man kann mit Prometheus dann zum Beispiel auch in OpenTSDB reinschreiben. Da gibt es dann verschiedene Backends. Spitzengrafik, wo man nichts erkennt. Das ist eigentlich der Fana-Dashboard, wo man nur den Cluster-Overview sieht. Man kann auswählen, welchen Cluster man sich anschauen will. Man sieht Cluster-Memory-Usage über alle Knoten hinweg, CPU-Usage und File-System-Usage. Also, wir denken auch darüber nach, dass wir sagen, okay, wenn die CPU-Load im gesamten Cluster über 80% geht, dann könnte man theoretisch in CloudForms automatisch eine Nodes provisionieren. Das haben wir noch davon. Und natürlich automatisch gerne den Cluster integrieren. Genau, das ist uns das. Ja, die Pinpoints. Ja, ganz einfach war es nicht immer mit OpenShift. Wir haben auf jeden Fall mit zu wenigen Nodes gestartet. Unser erster Versuch war sowieso ein Single-Node mit Master und ECCD.
man merkt dann relativ schnell, speziell wenn die ersten Upgrades daherkommen, dass man in so einer Umgebung nicht sehr weit kommt. Ja, wir haben das Image-Management ein bisschen vernachlässigt. Also wir verwenden ja Custom-Base-Images für unseren Source-to-Image-Bild-Prozess. Da empfiehlt es sich auch recht frühzeitig, sich um Kollegen umzuschauen, die mit dem Basis-Image, mit dem Versionsmanagement, mit dem Security-Update-Management und so weiter sich auseinandersetzt, sich Zeit dafür nehmen kann und das eben auch betreut. Die Security-Zonen, das war ein bisschen Eingeständnis gegenüber unserer Security. Also wir versuchen das derzeit wieder wegzubekommen. Es gibt jetzt auch schon erste Konzepte für OpenShift. Das Security-Konzept, so wie wir es jetzt haben, ist einfach nicht wirklich hinfahren. Wie der Toni schon erwähnt hat, ja, mit Docker-Timon ist es, mit der Docker-Action ist es auch nicht immer ganz einfach. Wir haben da laufende Probleme gehabt mit zum Beispiel mit dem File Descriptor Leakage, API-Version, Breakage und so weiter und so fort. Ja, und derzeit ist es auch bei uns auch so, wenn ein Developer Image mit seiner Applikation von einem Cluster, zum Beispiel von Development in die FAT-Umgebung wechseln will, muss er dieses Image immer wieder neu bauen. Ebenfalls ist es nicht ganz einfach gegenüber unserer Security-Abteilung, was Firewall-Rule-Handling betrifft, wie bereits mehrfach erwähnt, es ist einfach so, so ein Bot kann grundsätzlich irgendwo in der Security-Zone laufen, auf irgendeinem Node, darum muss man grundsätzlich den kompletten Cluster, sprich die komplette Security-Zone freischalten auf der Firewall, oder man benutzt eben einen dedizierten Egress-Router für bestimmte Applikationen, ist das möglich. Für alle ist es meiner Meinung nach auch nicht wirklich hinbar. Das Management der Physical Volumes und der Physical Volume Claims wird derzeit noch manuell von Persistent Volumes und Persistent Volume Claims wird bei uns derzeit noch manuell von uns Administratoren gemacht. Das wollen wir danach spätestens mit 3.4 völlig automatisieren. Ja. Und wie eben gesagt, bei uns ist die OpenShift API grundsätzlich über Keep Alive abgesichert und wir haben dahingehend leider kein Local Latency. Verbesserung. Also was wir unbedingt machen wollen, wir wollen sowas wie ein Chaos Monk implementieren, damit sie auch unsere Entwickler daran gewöhnen, dass ein Pod wandern kann im Cluster und der jetzt nicht 5 Wochen auf derselben Maschine rennt, aber die Maschinen eher abends zusammenbringen würden. Es gibt schon Ideen, wie wir das machen. Es ist auch so, dass unsere Geschäftsführung diese Idee sehr stark treibt. Also wir haben das grundsätzlich immer vorgetragen und wir sind da sehr überzeugt von dem Chaos Monk. Also diese Geschichte, was man halt denkt, wo die Softwareentwickler wahrscheinlich noch ein bisschen Probleme haben, dass wenn ich jetzt mehrere Instanzen habe, dass das nicht dauernd rennt und dass die auch wandern kann zwischen den Knoten und dass halt mein Docker da mal verstehen kann und auf einer anderen Maschine. Dann genau, wenn wir jetzt upgraden auf 3.4, was wir jetzt gerade machen, wollen wir unbedingt dieses Dynamic Storage Provisioning verwenden. Da gibt es zum Beispiel Hegeti, das ist so ein API, das man vor ein Cluster feststellt, dann kann ich im OpenShift automatisch Cluster Volumes provisionieren und im OpenShift verwenden. Ich kann das sogar über das Webinterface machen. Oder es gibt Trident, wenn wir NetApp im Haus haben, ist im Prinzip genau dasselbe, ein API, mit dem ich halt dann, mit dem das OpenShift-Cluster reden kann und ich kann dann in diesem Web-Interface einfach mein Persistent Volume und den Persistent Volume Claim anlegen und verwalten. Und nachdem wir GitLab Enterprise im Haus verwenden, wollen wir die Docker Registry dort verwenden und die Images, wenn man die Images nur einmal bauen muss, dann speichert es in der lokalen Registry und sagt dann einfach, okay, bitte dieses Image Testcluster oder Produktionscluster deployen, ohne dass es neu gebaut wird. Danke. Und was wir auch machen wollen mit Performance, ist eigentlich dazu gedacht, wir verwenden es momentan nur für Performance Monitoring mit diesen Grafana Dashboards, aber Prometheus kommt eigentlich aus diesem Hintergrund mit Metrics-Based Monitoring. Es gibt auch einen Alert Manager, wo ich dann Regeln konfigurieren kann, wenn irgendeine Metrik über einen gewissen Schwellenwert geht und wenn das der Fall ist, dann soll ein Alert generiert werden. Und wir würden das gerne mit unseren Zinger integrieren. Das heißt, da soll mit Zinger nur einen statischen Check-in den Alert Manager fragt und der Alert Manager sagt, okay, die und die Alarme gibt es oder gibt es nicht. Dann brauchen wir nicht mehr kompliziert irgendwelche Zinger-Komplikationen automatisch stellen. Für Prometheus gibt es auch diesen vSphere-Exporter, den wollen wir verwenden, damit wir ein paar Performance-Daten von der Framework kriegen. Die kriegt es zwar in der Framework selber, aber es ist schön, wenn man so ein Dashboard hat. Wie geht es dem ESX-Host runter, wie viel CPU, wie viel Memory und so weiter. Dann
Was wir auch machen, ist, wir werden dedicated Resources verwenden für unseren Cluster. Momentan sind wir auf einer gescherten Infrastruktur, das heißt, da hängen auch andere Sachen drauf. Und einfach nur mit internen Disken, einfach um Standard ASX Source bei uns verwendet verwendet SIN als Backend Storage. Und einfach um eh schon Komplexität rauszunehmen aus diesem komplexen System. Sondern die bauen wir alles nicht, interne Disken dort hängen die VMs und wenn ein ASX Source stirbt, OpenShift kümmert sich um die Ausfallsicherheit. Der Load Balancer für das OpenShift API werden wir auf alle Fälle machen, damit einfach die Last verteilt wird. Das ist vor allem wichtig. Je mehr Knoten man hat, desto mehr Last auf dem API. Das ist quasi das API, das auf dem Master eigentlich sowas wie die Control Plane. Das heißt, jeder Pod, der gescheduled wird, alle Metriken und so weiter, werden über dieses API verwaltet. Deswegen, je mehr Knoten, desto mehr Last auf diesem Master. Der Load Balancer für die Router. Router ist in dem Fall, wie die Applikationen erreicht werden, die im OpenShift laufen. Momentan verwenden wir einfach DNS Round Robin, aber es gibt dort leider viele Resolve-Implementierungen und die wenigsten halten sich an die TTL, die im DNS hinterlegt ist. Das heißt, es passiert immer wieder, dass der Windows-Client immer auf dieselbe IP-Adresse geht. Wo steht jetzt da alles oder nicht? Ja, eigentlich abschließend ein paar Recommendations von unserer Seite. Ich glaube, es ist kein Fehler, sich an den Reference Architecture Guide zu halten, der über den Blog von OpenShift abrufbar ist. Wie gesagt, man erspart sich relativ viel an Kabels und Zeit, die da hineinläuft, wenn man einfach diesen Reference Architecture Guide folgt. Also bitte nicht zu wenig Nodes verwenden, dedizierte Infrastructure Nodes verwenden, dedizierte Worker Nodes verwenden. Ja, neu hinzugekommen, auch bei uns ist der die IOPS für den ITCD-Monitoren, es gibt da bei dem Upgrade auf 3.4 offenbar einen aktuellen Issue und es empfiehlt sich natürlich über jeden anderen Produkt die Release-Notes wirklich so effektiv durchzulesen, bevor man upgradet. Wenn man wirklich lesen muss, denkt man sich, ja, passt, lese eh, dann macht man es nicht, aber dieses OpenShift-Upgrade funktioniert gut, aber es ist ein komplexes Stück Software, deswegen ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll, die Release-Notes und den Upgrade-Guide zu lesen. Ja, abschließend möchte ich nur noch sagen, also wir sind hochzufrieden mit unseren OpenShift-Installationen. Wie gesagt, es gibt das eine oder andere Pitfall, es gibt das eine oder andere, was man verbessern könnte und verbessern kann. Aber grundsätzlich ist das unserer Meinung in der Zwischenzeit ein sehr ausgereiftes Produkt und wir sind sehr froh, dass wir das im Einsatz haben. In der Zwischenzeit gibt es auch eine ordentliche Community dahinter. Es gibt die Mailinglists für die Developer, für die Anwender. Es gibt ein Anwenderforum in Deutschland, wie ich vorab gehört habe, soll jetzt auch in Österreich eins gestartet werden. Mühe muss deswegen übrigens wenige Sprecher zusammengekommen. Okay, ja. Verstehe. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden davor abgeschreckt, OpenShift bei sich in der Firma einzusetzen. Dankeschön. Falls jemand unsere Dokumentation nachlesen will, da gibt es, wir waren hervorragend in der Zeit. Gibt es noch Fragen? Weil ich richtig genau habe, ich habe gesagt, drei Masters meinte. Und ja. Jetzt sind die Leute so, jeweils so viel Master. Ja. Jetzt sind sie machen in meinem Fall jetzt die CDs irgendwie auszulagern, also praktisch auf externen Host zu übertreiben? Nein. Es gibt solche und solche Empfehlungen. Wenn man die CD-Dokumentation liest, sagt ja bitte unbedingt eigene Knoten. Es gibt aber Empfehlungen von der Reddit, bitte dreht die CD auf dem Master mit zu betreiben. Warum ich ein bisschen skeptisch bin, ist... Der werde ich ganz kurz unterbrechen. Ja. Aktuell macht der Reddit Support wieder die CDs extra zu betreiben. Es gibt aber tatsächlich auch Architecture Guides, wo genau das Gegenteil empfohlen wird, wo sogar damit beworben wird, dass es performance-technisch besser ist, wenn man das so konfiguriert, dass eben die Master API oder der Controller direkt auf den ITCD zugreift, der uns auch lokal mitkommt. Ja. Aber das tut uns nicht gefallen. Also, aber in Wahrheit wissen wir nicht, was die bessere Variante ist. Wenn ich das auf eigene Maschine lege, würde ich extrem aufpassen und das vorsichtig machen. Also, Sie sprechen ja immer von Low-Latency-Network, was heißt das jetzt genau? Und ich glaube, dass man diese Last auf diesen ITCD nicht unterschätzen darf. Und vor allem, es ist diese Geschichte, man fängt klar an, die Last auf dem OpenShift API und im Hintergrund auf dem ETCD natürlich, jeder API-Request braucht irgendwelche Daten aus dem ETCD, ist relativ gering, aber wenn ich mehr Knoten rauskriege, je mehr Knoten ich im Cluster betreibe, desto höher ist die Last auf das API und desto mehr steigt die Last auf dem ETCD.
Also das ist so das klassische Rollen, wir fahren klar, es funktioniert gut und irgendwann überschreitet man kritische Grenzen, da fahren wir, ist alles kaputt. Ja. Bitte. Frage, der Beweggrund war ja, den Monolithen aufzuteilen. Wie viel wurde in der Applikation selber drinnen verändert, damit es dann vom vor OpenShift auf OpenShift hingegangen ist? Das ist ein sehr großer. Wenn man die komplett vorschneidet, um das zu beantworten. Wir sind ein Team aus 4 Personen und da stehen im Prinzip die Systemarchitekten, Administratoren, aber nicht die Softwarearchitekten. Aber es wurde durchaus auch immer ordentlicher Aufwand betrieben, um das wirklich zu zersplitten. Der Klassiker bei uns war, es war alles AppLogic, jetzt ist es ein Donkey-Container. Also diese ganze NGP-Geschichte, und das ist alles, fällt alles weg. Im Prinzip, wir betreiben hauptsächlich Java-Applikationen und Donkey-Container. Also es ist schon, war weit, ja. Aber die Entwickler wollten das. Also sie wollten weg von diesen, genau diese Geschichte eben, Deployments haben dauert 4 Stunden, extrem unflexibel und so weiter. Und jetzt mit dieser Microservices-Architektur, was auch immer das heißt, können sie es im Betrieb selber machen, es sind kleinere Software-Teile, und sie sind bis jetzt zufrieden. Ja. Warum konnten Sie ja die Werke auf VMware virtualisieren, keine physikalischen Maschinen genommen? Und warum den Enterprise Linux und den Atomic Host? Ja, wir begonnen haben, zu dieser Atomic Host Geschichte, wie wir angefangen haben, müssten wir sie wieder neu anschauen. Aber wie wir angefangen haben, ist nur gesagt worden, Atomic Host nicht für den produktiven Einsatz. Und die Geschichte ist, das OpenShift ist so kompliziert, unter Anführungszeichen, wenn man damit anfängt. Und wir haben viel Erfahrung mit Red Enterprise, wir haben null Erfahrung mit Atomic Host. Das nimmt einfach einen Teil von dieser Komplexität aus. Ja. Was war Atomic Host? Warum nicht physikalische Maschine, warum auch vor allem wir? Ja, prinzipiell recht einfach. Wir wollen, zumindest ist es unser Ziel, dass wir das Ausbauen von Ressourcenklustern, dass das vollautomatisch passiert. Wie der Toni schon gesagt hat, irgendeine Wassermarke in der Auslastung von Clustern schickt einen Not dazu. Das ist halt mit Physik machbar, aber man stößt schneller an Grenzen, als wie in so einem Leben. Neue physische Maschine, 6 Wochen, neue WM, 10 Minuten. Wie sieht das aus, wie die Zeiten jetzt, in welchen Dimensionen sprechen wir da? Entschuldigung, können Sie fragen, bei irgendwelchen Issues, das erwähnt jetzt auch, so viele Issues gegeben, Einigkeiten, Mitwärts, etc. In welchen zeitlichen Dimensionen sprechen wir da, wie sind die Lösung? Genau, also es ist so, dass wir alle Probleme, die wir an und für sich hatten, seien sie noch so kleine oder waren sie auch groß, immer in unserer Development-Umgebung, eigentlich abfangen konnten und nie derzeit wirklich bei mir Probleme in Produktion gehabt haben. Es ist so, dass wir etliche 100 Microservices in der Development-Umgebung laufen haben, die Produktionsumgebung schaut dann ein bisschen schmaler aus. Ein Punkt, was ich noch sagen wollte, zu dieser mit Issues und so weiter. Was also zu dieser ESX, wenn man OpenShift kauft von Red Hat, ist es so, wir haben diese ESX-Server, wo OpenShift läuft, komplett lizenziert. Das heißt, wir können so viele Cluster betreiben, wie wir wollen. Wenn du physische Maschinen hast, das ist natürlich ein bisschen anders, das ist eine andere Geschichte. Und das war ein bisschen eine Lüge, dass wir haben Produktion, Fahrt und Dev. Wir haben im Prinzip 3 Dev-Cluster. Wir haben einen Spiel-Cluster, wo wir halt komplett. Applikation darauf ein, aber wo wir die Sachen gut spielen können und ausprobieren können. Da gibt es einen Entwicklungscluster, wo die Softwarearchitekten noch drauf sind. Und dann gibt es halt eine echte Development, wo alle anderen Entwickler drauf sind. Aber der Grund ist, es ist relativ einfach zu installieren. Die ESX-Server sind komplett durchlizenziert und wir können uns einfach im Cluster rauskicken, ohne da irgendwelche Probleme. Vor 3 oder 4 Wochen ist der EZT-Dämon praktisch schon von eingestellt worden de facto, oder das heißt, ich gehe davon aus, wenn jetzt die Red Hat das Ganze übernimmt, dass das in 1-2 Jahren so latency dann wieder alles obsolet wird. Und wie habt ihr irgendwie Angst, weil ihr seid so ziemlich nahe am Zahn der Zeit, dass ihr kontinuierlich neue Technologien lernen müsst? Das wird eingestellt, das halt, was heißt über? Der Z-Radiemann ist eingestellt worden, okay. Von der Firma DBS, zumindest der CoreOS. Genau, ja. CoreOS. Wenn jetzt Red Hat das nicht irgendwie weiterführen wird, wird es wahrscheinlich brauchen zu den letzten. Aber ich gehe davon aus, wie das später wird das Ganze dann. Also, wir verlassen uns auf jeden Fall darauf, dass OpenShift da den einen oder
und anderen Key-Values da im Rennen hält, ob das jetzt LCD ist oder was anderes, ist uns an und für sich nicht so wichtig. Natürlich ist auch, steckt auch an dahinter, wenn die Technologie gewechselt wird. Aber man muss auch sagen, dieses OpenShift ist eigentlich nur ein Überbau über Kubernetes. Was im Hintergrund drängt, diese ganze ECC-D und so weiter, das ist eigentlich Kubernetes. Da steckt Google dahinter und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es kann schon sein, dass es verschwindet in ein paar Jahren, dann war es halt so, aber ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen abgedreht wird. Und so, wenn man mit unseren Entwickler redet, die sind so zufrieden mit dem, dass es auch schwierig gibt, man muss ja irgendwann etwas anderes anbieten, was ähnliches. Aber meiner Meinung nach, es gibt natürlich, es gibt ja das eigene Unix und so weiter. Die Frage ist nur so. Gut, da geht es ja nicht mehr um Key-Values. Aber wenn ich mit einer Seite einspielen kann, ist ja auf der anderen Seite ist Open Source, also ich habe überhaupt die Möglichkeit, damit weiterzuarbeiten und die Debatte habe ich auch unter dem Docker, wenn man sich anschaut, was sie jetzt machen mit dem Ringier auf Mobi und die naheliegende Vermutung, dass sie Docker dann wahrscheinlich anders lizenzieren und wahrscheinlich proprietärer verkaufen, als sie es jetzt tun. Die hat man ja immer. Nur nahe ist es ja unsere Aufgabe, durch Standards, die sich jeder halten kann, dagegen zu steuern. Und dann kann ich sie leicht austauschen. Und das ist mit OCI, mit der OCI ist genauso schon, was das Containerformat passiert. Da hatten sie ja schon recht gut zusammengefunden und ich denke, es wird daher auch mit dem ECB ja sinnvoll entwickelt. Nein, da ist die Rede wirklich, das wollen wir so vorbildlich in die Kenner. Kein Unternehmen, das das anders macht, das sind halt diese. Alles, was da ist, ist im Prinzip Open Source. Es gibt dieses OpenShift Origin, was das Upstream-Projekt ist, und sie machen einfach aus diesem Origin das OpenShift Container-Plattform das Produkt dann draus. Aber alle Komponenten in diesem OpenShift sind Open Source. Ja. Und kann jemand weiterpflegen, und ich bin mir sicher, wenn Google sich dazu entschieden hat, das nette CD zu verwenden, die werden dann auch wahrscheinlich weiterpflegen. Ja. Ja. Ihre Frage zu den Zeitplänen, wie lange hat es denn gebraucht von dem Zeitpunkt, wo wir überlegt haben, okay, das machen wir, bis zu dem Zeitpunkt, wo das wirklich in Produktion gab? Also Evaluierung, gab es auch noch andere Kandidaten, die in Frage gekommen sind, und dann eben von Proof of Concept oder was immer ihr gemacht habt? Andere Kandidaten gab es eigentlich nicht wirklich, es wurde relativ kurz vorher ausgewählt. Ich war da persönlich noch nicht dabei, aber man hat zumindest recht bald entschieden, zumindest mit Kubernetes zu beginnen. Ja. Und es ist etwa ein Jahr vergangen, bis der Produktionscluster leer gelaufen ist. Und in der Zeit habt ihr nichts anderes gemacht oder habt ihr was anderes gemacht? Nein, in dieser Zeit haben vier Personen nichts anderes gemacht. Also ich hab's jetzt. Okay. Der Toni natürlich. Aber es war schon, das war ein Team von vier Personen, das sich jahrelang damit beschäftigt hat. Und wirklich intensiv damit beschäftigt hat. Das heißt, es ist nichts, was man so nebenbei ist. Zwischenzeit ist es auch schon einfacher geworden. Ja, es gibt dieses Mini-Shift, da haben wir jetzt leider keinen Link. Das passiert, das ist nur ein Grobeinheit, das installiert, das bootet im Hintergrund eine VirtualBox, da hängt der OpenShift in einer VM und damit kann ich mich spielen. Mhm. Also diese Sachen werden schon viel einfacher. Ja. Angefangen haben wir, also die Entwickler haben begonnen, Kubernetes zu evaluieren. Nur Kubernetes ist halt, das Problem ist das Aufsetzen und so weiter. Und dieser Betrieb ist sicher anstrengender. Weil es gibt keine Ansible Playbox, weil es einfach installiert. Und der OpenShift-Installation werden weiter Cluster neu installiert, wenn ich es dann installiert habe. Dann die Entwicklungscluster, dauert 10 Minuten, 4 Stunden, dann sind die Ansible Playbox durchkennt und der OpenShift-Cluster rein. Das haben wir quasi jetzt nur kurz vorher gemacht. Und Mesos 4 ist auch evaluiert worden, haben wir uns auch geschaut, eben vor 2 Jahren, aber war einfach noch nicht so weit. Ja. Wie das jetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht, wenn man jetzt diese Evaluierung nur mehr machen wird, kommt was anderes. Ja, man muss rechnen, um auf dieses Setup zu kommen, noch 4 Personen Jahre. Jetzt, was du so sagst. Es ist nicht nichts. In diesem Zeitraum steckt aber natürlich auch viel Integration in bestehende Systeme und Prozesse drinnen. Da geht es jetzt nicht um die reine Technik. Nein, ist schon klar. Es ist trotzdem nichts. Nein, das ist nicht. Das ist kein Hobby. Da hat man einfach wirklich den Vorteil gehabt, dass wir uns recht schönes Management dafür überzeugt haben und das wirklich. Habt ihr auch irgendwie sozusagen Management Support gehabt, das heißt, das ist auch unterstützt worden von den entsprechenden Abteilungsleitern, was die Entwicklung anlangt und innerhalb des Kunden. Ganz genau, ja. Das war also sozusagen Firmen ganz offiziell, das machen wir jetzt. Ganz genau, vom Abteilungsleiter bis zur Geschäftsführung. Nur ganz kurz, weil wir genau das Geheimnis erlüften, wir sind von der SAP Solutions und das Rennen zum Beispiel, weil nach einem Jahr sind wir wirklich produktive Applikationen draufgehen, und das jetzt rennen Teile zum Beispiel, Teile von George im OpenShift, ja. Und bis jetzt problemlos. Die Datenbanken, habt ihr gesagt, sind nicht da drauf. Nein.
Warum nicht? Weil sie Sachen sehr kompliziert macht. Ja. Ich habe momentan diese Meinung für Entwicklerdatenbanken. Man sagt, okay, Entwickler möchte ich nur ausprobieren und da habe ich einen Docker-Container, ja, mach, ist kein Problem. Aber eine produktive Datenbank mit geschäftskritischen Daten, wo ich wirklich eine Point-in-Time-Recovery schaffen muss, in einem Docker-Container zu betreiben, mit dieser ganzen Persistence-Storage-Geschichte und so weiter, kann man machen, braucht aber wahrscheinlich. Nochmal 4 Jahre. Ja, braucht es nicht, aber das braucht viel Zeit. Ja, das sind die große Firma, Orgel-Datenbanken, die rennen einfach, die werden mitverwendet, fertig. Also, das ist, wenn man dann für Entwicklergeschichten sagt, okay, ich brauche gerade Postgres, ich möchte irgendwas Neues ausprobieren, ist es absolut kein Problem. Kann man machen. Aber eben diese ganzen Backup-Restore-Geschichten und so, also macht es kompliziert. Vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite, also für Image-Sharing, wenn es korrekt ist, nächstes Mal das ist zum Beispiel, könnt ihr euch, ich kann es einfach im Docker-Repository auf die Image-Sharing, sondern das sind verschiedene Plattformen. Also in Alternative zu GitLab zum Beispiel, weil GitLab vorgeschlagen hat, aber Nexus unterstützt auch Docker-Repository. Ich könnte es sozusagen clusterweit, mit kreis übergreifen, bald die Images dann sharen. Okay, ja. Danke für den Hinweis. Ja, wir müssen das überlegen. Bei GitLab ist es jetzt so, wir haben die Enterprise-Variante bereits im Haus. Und wir haben es noch nicht getestet, aber wir werden auf jeden Fall grundsätzlich mal schauen, wie das funktioniert. Das ist eine Variante, aber nächstes, wenn man schon so ein Artefakt, also Dependency Management, so ein bisschen hat, und dann bietet sich einfach nicht mehr an. Wegen der Sache mit den Netzwerkseparierungen. Habe ich das richtig mitgekriegt? Ihr habt sozusagen immer den ganzen Cluster, also den Produktionscluster freischalten für den Rest der Produktionsumgebung? Oder wie ja. Stellt man das vor? Und wie hat Security da mitgespielt? Jo, das Ergebnis vielleicht vorab, das Ergebnis waren eben diese Security-Zonen, mit denen wir selbst nicht sehr zufrieden sind. Was stellt man darunter vor? Die Group Security besteht darauf, zu definieren, welche Applikation in welchem Netzwerk, in welcher Security-Zone laufen kann. Es ist so, dass Applikationen, die auf Kunden oder auf kundenkritische Daten oder auf andere sensible Daten Zugriff haben, in der einen Security-Zone laufen und alle anderen in der anderen. Sie wollten das noch viel granularer, nur da haben wir gesagt, okay, das Konzept spricht dann komplett gegen OpenShift und das können wir so nicht mittragen. Und nach einigen Diskussionen haben wir sich mal auf diesen Kompromiss geeinigt. Okay. Der Grund ist eben, diese Pods, diese Docker-Container können natürlich auf irgendeinen Kunden laufen, weil wir haben zwei Labels beschränkt sein, aber das heißt, ich muss das gesamte Netzwerk freischalten. Ja. Ist eine Diskussion mit der Security, ja. Bitte. Noch eine Frage in den Datenbanken. Bei Service wird empfohlen, dass man eine Datenbank pro Service hat, oder zumindest ein Schema. Wenn ihr dann großen Oracle habt, habt ihr dann ein Schema aus dem Video. Jetzt haben wir die komplett falschen Leute für diese Frage. Und so verwenden die irgendwas bei der Datenbank. Ich kann diese Frage kaum nicht beantworten. Ja. Ob die da jetzt eigene Schieber definiert haben, tut mir leid, das kann ich nicht beantworten. Ja. Normalerweise. Der Grund ist, SafeFS ist nicht mehr Tech Preview. ClusterFS gibt es Produktion, so wie glaube ich 6, 7, 8 Jahre, keine Ahnung. Und bei File-Systemen, also meine Erfahrung ist, wenn die nicht mindestens 5 bis 6 Jahre in der Produktion reifen, ist es ein ziemliches Risiko, auf ein eigenes File-System zu gehen. Und bei dieser Safe-Geschichte ist es auch, wir haben eine relativ kleine Safe-Installation und die Aussage von Reddit ist, Safe has one problem, it doesn't downscale. Das heißt, eine kleine Safe-Installation ist immer ein bisschen ein Risiko und ClusterFS ist von der Administration wahnsinnig einfach. Ich nehme einfach zwei Volumes, mache diesen Cluster, diesen Cluster-Cluster und kann die automatisch und kann die über dieses HKT-API automatisch verwenden. Also das trauen wir uns auch zu. Also das Kubernetes evaluiert haben wir mit ClusterFS unter Anführungszeichen herumgespielt und wir haben auch diese Split-Frame-Geschichte und sowas ausprobiert und die machen wir dann Restore und funktioniert relativ einfach. Bei Safe funktioniert auch gut, das ist ja auch das Proof-Device, das funktioniert, kein Problem, die gibt es halt nur schon lange. Ja. Und SafeFS, ich weiß nicht, was der Stand ist, aber vor ein paar Monaten war es nur immer Tech-Preview. Ja. Schauen wir, wenn es Production-Ready ist. Und wenn es morgen Production-Ready ist, würde es vielleicht irgendwann mehr setzen.
Dankeschön.